Wenn wir Schwingtraining haben, dann habe ich nachher so einfach Lust wirklich auf Milch nach dem Training. Ich kann das nicht erklären, aber dort habe ich alle, jedes Mal einfach einen Liter Milch mit irgendeinem Joghurt drin oder so, brauche ich einfach. Aber sonst, über eine Woche gesehen, trinke ich immer so zwischen 9 und 12 Liter Milch, garantiert, ja. Weil ich es einfach gerne habe, ja. Jetzt ein Kurzversuch und er dreht ab und übersprung und gewinnt den Platz aus oder? Die Ernährung spielt sehr grosse Rolle. Bei mir kochen ist es bodenständig, es ist ausgewogen, nährhaft, sicher manchmal ist es ein bisschen schwer vielleicht. Aber für unsere Masse, die wir brauchen im Schwingen, braucht es das auch. Du kannst nicht immer nur schön alles lean essen und ohne Fett und so. Über einen Tag verteilt braucht es sehr viel Substanz, oder? Und es ist wichtig, dass du viel Energie hast im Körper. Die Überzeugung ist erst gekommen, als ich mich selber verletzt habe. Als ich das Kreuzband gerissen habe, 2014, da bin ich das erste Mal so in Kontakt gekommen mit dem Physio. Der Unfall gemerkt habe, dass es noch anders geht im Leben anstatt zu schwingen. Vor allem, dass auch das Schwingen irgendwo durch, ja, irgendwann mal fertig ist. Und dann musst du dich weiter orientieren. Und wenn ich jetzt den Unfall nicht gehabt hätte, bin ich der Überzeugung, hätte ich nie eine Ausbildung angefangen. Weil ich hätte einfach gedacht, Schwingen und sonst nichts. Und von dem her bin ich sehr froh, dass das passiert eigentlich. Ja. Zum Resultat führt. Herrlicher Sieg, ein überlegener Sieg von Firmin Reichmuth. Bei mir jetzt im Mentaltraining probierst du immer möglichst viel zu visualisieren. Also du stellst dir vor, wie es ist, einen Erfolg zu haben, oder? Und das im kleinsten Detail, wenn es geht. Vor allem auch Leute, die du im Sport beim Schwingen kennenlernst, die sind für dich da. Also wenn irgendein Problem ist, ist das so, die kommen, die helfen dir. Oder? Und ich glaube, das kann man schon fürs Leben mitnehmen.